Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zum wahrscheinlich besten Zucht-Tutorial zu Pokémon Schwert und Schild hier auf YouTube. In dieser mehrteiligen Reihe, ja, es wird mehr als ein Video geben, einfach weil es zu viel Input gibt, um es in ein Video zu packen, versuchen wir alles rund ums Thema Pokémon-Zucht, Pokémon-Züchten abzudecken, sodass am Ende keine bis wenige Fragen mehr offen sein sollten. Was erwartet uns in diesem Video, sprich im ersten Teil? Wir müssen leider als erstes über ein paar theoretische Sachen uns unterhalten, die leider unumgänglich sind, weil die wichtig sind für die Zukunft. Und wir fangen mit den Basics an. Was wir nicht besprechen werden in diesem Part, sondern erst in einem anderen Video, sind versteckte Fähigkeiten und Zuchtattacken bzw. Eiattacken. Fangt bitte erst an, Pokémon zu züchten, nachdem ihr alle Teile durchgeguckt habt. So, das erstmal dazu. Und wir fangen direkt an mit der unbeliebten Theorie, wie in der Fahrschule mit den Eigruppen. So, grundsätzlich, jedes Pokémon gehört einer Eigruppe an. Manchmal auch zwei. Wir schauen uns mal ein Beispiel an, in dem Fall Shigi. Shigi sollte jeder von euch kennen. Ich benutze für meine Recherche immer die Seite PokeWiki. Habe ich euch alles in die Beschreibung. Shigi, den wir hier rechts, Eigruppen, Monster und Wasser 1. Sprich, in dem Fall gehört Shigi sogar zwei Eigruppen an. Anderes Beispiel wäre Taubsi. Taubsi gehört nur einer Eigruppe an, nämlich der Eigruppe Flug. So, dann schauen wir uns mal an die Eigruppen. Hier sagt auch direkt, Eigruppen bestimmen, welche Pokémon miteinander zu zuchtfähig sind. Aussatz heißt so viel, dass Monster, Shigi war Monster, ne? Genau. Shigi kann mit jedem Pokémon, was der Monstergruppe angehört, sich paaren. Also es kann ein Ei legen mit diesen Pokémon. Sowohl der Monstergruppe als auch hier Wasser 1. Wasser 1 ist so, die hier. Mit all den Pokémon kann Shigi Kinder machen. Eine Ausnahme gibt es und diese Ausnahme ist sehr, sehr wichtig, weil wir diese Ausnahme zu 95% haben werden. Die Ausnahme lautet Ditto. Ditto ist nämlich das einzige Pokémon, was mit jedem Pokémon, welches einer Eigruppe angehört, Kinder machen kann. Deswegen, Ditto ist der Schlüssel für alles. Weiteres theoretisches Wissen, für welches ich wieder rund drüber zum Spielen muss, ist EVs und DVs. EVs sind Fleißpunkte. Zeige ich euch mal an einem Beispiel. So, X. Ich packe mal jetzt dafür meine Cam weg. EVs könnt ihr im Spiel erkennen, ist der orangene Kreis im gelben Kreis. Das ist das Pokémon Ogel. Ogel hat absolut keine EVs, denn so sollte es auf gar keinen Fall aussehen. Aussehen sollte es später, nein, so ungefähr. Unterschied bemerkt, das Psiagon zum Beispiel ist kein orangener Kreis mehr, sondern der Kreis hat sich voll auf den Spezialangriff konzentriert und voll auf die Initiative. Sprich, das Psiaugon hat so lange die Initiative trainiert, bis der Wert maximiert ist. Es gibt insgesamt 510 Fleißpunkte, die man verteilen kann. Ein Wert kann maximal 252 Fleißpunkte haben. In dem Fall, da der Spezialangriff und die Initiative leuchtet, wissen wir, aha, okay, das Psiaugon hat 252 Punkte auf Spezialangriff bekommen und 252 Punkte auf Initiative. Metaphorisch ausgedrückt heißt es, ihr geht ins Gym und habt so lange
Beine trainiert, bis ihr nicht mehr könnt. Sprich, ihr wurdet immer schneller, schneller und schneller und irgendwann habt ihr euer Limit erreicht. Das ist sozusagen die Initiative. Ihr habt Progress in diese Sache gemacht. Spezialangriff, kann man das in Real Life ausdrücken. Ihr habt so viel Bücher gelesen, dass ihr braintechnischen Vorteil habt gegenüber euren Leuten. Habt euren Spezialwert trainiert. So sollte es später aussehen und garantiert nicht so oder so. Nun ist aber die Frage, was möchten wir überhaupt für ein Pokémon? Angenommen, ihr schaut euren Lieblingsstreamer oder Lieblings-YouTuber, im besten Fall bin ich das, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, alles gut. Und seht dort ein Pokémon, was euch gefällt. Im besten Fall wisst ihr auch direkt das Set, was derjenige spielt. Klar, ihr könnt auch im Internet gucken, was ihr da so für Sets findet. Ich verlinke euch auch da zwei Seiten in die Beschreibung, wo ich meine Sets herbekomme. Die sind allerdings auf Englisch, weil es keine guten deutschen Seiten gibt, meiner Meinung nach. So, ihr habt euer Pokémon und schreibt auf, wie ihr es haben möchtet. Wichtig dabei ist das Wesen, die Fähigkeit, zu den beiden Sachen kommen wir auch gleich, und sowohl die EV als auch die DV-Verteilung. DVs hatten wir noch nicht. DVs sind sozusagen die Gene eines Pokémon. Die habe ich euch jetzt gerade eingeblendet. Angenommen, jetzt wieder metaphorisch ausgedrückt, weil es einfach keine gute Definition davon gibt. Ihr seid gut aussehend, groß und habt einen guten Stoffwechsel. So, es sind drei Eigenschaften, die gut sind. Ihr habt eine Freundin, die ist weniger hübsch als ihr, die ist nicht so groß wie ihr und hat einen schlechten Stoffwechsel. Ihr bekommt ein Kind. Im besten Fall sieht euer Kind dann so aus. Habt ihr den Unterschied gesehen? Dieses Melmetal jetzt in dem Beispiel hat alle 6 Werte. In meinem Beispiel waren es jetzt nur 3. Denkt einfach aus, sind 6 Werte. Auf sensationell. Das Vermicula hat nichts auf sensationell. Unser Ziel muss es sein, ein Kind zu bekommen, was mindestens 5 Werte auf sensationell hat. 6 muss es nicht haben, weil die meisten Pokémon einen Wert haben, den sie auf gar keinen Fall brauchen werden. In dem Fall ist es Spezialangriff bei Melmetal. Warum, komme ich gleich zu. Sprich, in Real Life jetzt wieder, ihr habt ein Kind bekommen, was eure Eigenschaften alle bekommen hat. Sprich, es wird groß, es sieht gut aus und hat einen guten Stoffwechsel. So, das zu den DVs. Diese DVs sind vererbbar. Kommen wir später zu, wie wir die vererben werden. Nun, ich brauche ein Vermicula. Habe ich noch nicht. So, wie brauche ich das Vermicula? Wie habe ich das denn gesehen? Aha, okay, ich brauche ein frohes Wesen. Kommen wir zu den Wesen. Die Wesen sagen aus, das switchen wir mal wieder. Es sind die Charaktereigenschaften, die den Statuswert eines Pokémon um 10% erhöhen, dafür aber einen anderen Wert um 10% senken. Es gibt auch neutrale Wesen, bei denen sich nichts verändert. Alles klar, danke für die Erklärung. Und hier ist eine Übersicht der Wesen, die es gibt und was sie alle bezwecken. Sprich sind 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5 müssten 25 Wesen sein, die es insgesamt gibt. Okay, danke dafür. So, wir brauchen ein frohes Wesen. Ups, falsch. Da, Vermicula. Alles klar. Was heißt froh? Ihr seht, der Initiative-Wert ist rot. Und der Spezialangriffswert ist blau. Heißt so viel. Der Initiativwert, sprich der rote Wert, ist der Wert, der immer um 10% erhöht wird. Und der blaue Wert, in dem Beispiel der Spezialangriffwert, ist der Wert, der immer um 10% sinkt. Heißt, da wir den Spezialangriff überhaupt nicht gebrauchen können auf diesem Viech, ist es mir völlig egal, was für DVs auf diesem Wert letzten Endes sein werden. Da uns nur die anderen 5 Stats interessieren. Sprich, unser Ziel ist ein Vermicula mit dem Wesen Froh und 5 DVs auf den Werten K,
KP, Angriff, Verteidigung, Init, Spezialverteidigung. Spezialangriff ist völlig egal. Kann auch sensationell sein, aber ist mir voll egal. Und ja, hier zum Beispiel ist ein scheues Wesen. Init wird gepusht, Angriff nicht. Und bestes Beispiel, wir brauchen den Angriff nicht. Weil wir 252 EVs auf Spezialangriff haben. So, was haben wir noch so? Hartes Wesen plus Angriff minus Spezialangriff. Naives Wesen plus Init minus Spezialverteidigung. Manche Pokémon brauchen sowohl den Angriffswert als auch den Spezialangriffswert. Ne, gibt halt für jedes Szenario ein Wesen. So. Sprich, zum Schluss muss unser Pokémon so aussehen. Hier zum Beispiel Togekiss ist ein gutes Beispiel, hat 5 DVs auf 5 Werte auf sensationell, außer Angriff. Warum nicht Angriff? Es braucht diesen Wert nicht. So, was wir noch brauchen, ist die Fähigkeit. Ich möchte ein Vermicula mit der Fähigkeit Übereifer. Dieses Pokémon hat leider nur Hexaplaga. Das ist absolut scheiße. Denn, nächste Faustformel. Wenn ein Pokémon 2 Fähigkeiten hat, in dem Fall, es kann Übereifer haben, aber auch Hexaplaga. Gilt folgendes: Wenn ihr dieses Pokémon, männliches Vermicula, männlich und weiblich ist auch wichtig, dass ein Ei nur entstehen kann, wenn das Pokémon, wenn ein männliches Pokémon und ein weiblichen Pokémon reinpackt in die Pension, sollte klar sein, oder? Das muss ich nicht extra sagen. Sprich, es kann nur männlich mit weiblich. Ausnahme Ditto. Angenommen, wir haben jetzt das Beispiel Vermicula männlich mit Hexaplaga. Ich packe das mit Ditto in die Pension. Die Fähigkeit wird zu 80% vererbt. Sprich, ich habe eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich aus der Zucht mit Ditto ein Vermicula bekomme, was die Fähigkeit übereifert. Ist ziemlich gering. Kann man machen, man sollte aber sich direkt ein richtiges Vermicula fangen. Solltet ihr Vermicula nicht mit Ditto züchten, sondern mit einem Pokémon aus derselben Eigruppe, nämlich Käfer, gilt Faustformel, die weiblichen Pokémon sind die Kings in der Pokémon-Zucht. Wenn ihr dieses Vermicula, das männliche Vermicula mit der Fähigkeit Hexaplaga nicht mit Ditto züchtet, sondern mit einem anderen weiblichen Pokémon aus der Eigruppe, wird niemals Vermicula schlüpfen, denn es schlüpft immer nur das weibliche Pokémon. Sprich, wenn ihr das machen möchtet, müsst ihr ein weibliches Vermicula fangen. Das dazu. Da wir das aber nicht machen, sondern mit Ditto züchten werden, juckt uns das nicht. Das habe ich halt nur zur Vollständigkeitshalber gesagt. Alles klar. Angenommen, ich hätte jetzt dieses Vermicula nicht. Mit dem perfekten Wesen. Wie kriege ich denn so weit so eins her? Gibt es 3 Möglichkeiten. Eigentlich nur 2. Aber ich decke halt alles ab. Möglichkeit 1, ihr seid komplett wahnsinnig, habt keine Hobbys und Zeit ohne Ende und rennt einfach in die Wildnis los und fangt so lange ein Vermicula, bis ihr ein frohes Vermicula habt. Machen wir aber nicht, wir sind schlau. Entweder ihr habt eine Auswahl an Ditos mit verschiedenen Wesen. Ja, seht ihr rechts, plus Init minus Spezialangriff, plus Spezialangriff minus Init, plus Verteidigung mit Spezialangriff, bla 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 bla. Dann könnt ihr tatsächlich irgendein Vermicula fangen. Da wir mit einem Item auch das Wesen vererben können. Möglichkeit Nummer 2 ist, ihr fangt euch Pokémon mit der Fähigkeit Synchro. Synchro hat nicht nur Trasler. Ich lese euch mal vor, welche Pokémon es in dieser Generation gibt, die Fähigkeit Synchro haben. Das sind Mew, Natu, Xatu, Psyana, Nachtara, Trasler plus Entwicklung, außer Galagladi. Somnian, Somnivora, Pigraulon, Megalon, sehr wohl männlich, sehr wohl weiblich. So. Okay. Danke, Dennis, für die Info. Aber was bewirkt jetzt diese scheiß Fähigkeit? Angenommen, ich packe jetzt, was wir jetzt in dem Fall brauchen. Da. Plus Init minus Spezialangriff. Dieses Trasler packe ich jetzt an erster Stelle.
bewirkt, dass wenn ich jetzt gegen ein wildes Pokémon kämpfe und ich dieses wilde Pokémon fange, hat das wilde Pokémon zu 100% die Fähigkeit des Synchro-Pokémons. Sprich, wenn ich jetzt mir ein wildes Famicola fange und Trasler an erster Stelle habe, wird dieses gefangene Famicola das frohe Wesen haben. Und das machen wir jetzt auch. Wir nehmen noch ein Pokémon mit, was dieses Pokémon gut schwächen kann. In dem Fall Galagladi. Hat gute Attacken hierfür. Trugschlag. Trugschlag ist eine Attacke, die sorgt dafür, dass ihr das Pokémon auf gar keinen Fall umbringt, weil stets ein KP übrig bleibt. Und Donnerwelle für den Status. So, dann gucken wir jetzt. Zack, wo kriege ich Famicola überhaupt her? Geil, habe ich natürlich nicht offen. Famicola. Wo muss ich denn da hin? Route 6, alles klar. Dann gehen wir mal auf Route 6. Tack, 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 tack. So. Route 6 befindet sich hier. Ich habe meinen Trasler, meinen Synchro-Pokémon an erster Stelle. Los, geh runter, du Hund. Bam, bam. Bam, bam, bam. So. Jetzt ist halt die Frage, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob Famicola, das ist kein Famicola, ob ich für Famicola in die Ausrufezeichen reinrennen muss oder ob es draußen spawnt. Gut, mein Trasler ist in dem Fall gerade spontan gestorben, was aber kein Problem ist. Es ist vollkommen okay, wenn das Pokémon, das Synchro-Pokémon besiegt ist. Wichtig ist, dass es an erster Stelle ist. Ob es lebt oder tot ist, ist vollkommen irrelevant. Ich schau mal kurz nebenbei, wie ich Famicola überhaupt bekomme. Okay, zu 20% in Pokémon Schwert, zu 5% in Pokémon Schild. Okay, 20% und ich muss in die Ausrufezeichen reinrennen. Dann mache ich mal in dem Fall einen Cut. Weil das müsst ihr euch ja nicht geben. Gut, da haben wir's. Eigentlich kann ich meine Fresse jetzt kurz wieder einblenden. Famicola. Männliches Wesen macht aber nichts. Donnerbälle. Denn wir züchten es mit Ditto. Und nicht mit jemand aus der Eigruppe. Denn wir wissen, es schlüpft immer nur stets das weibliche Pokémon. Wenn ihr das mit einem Pokémon aus der Eigruppe züchten möchtet, müsst ihr ein weibliches Famicola fangen. Wir suchen jetzt noch einen schicken Ball aus. Netzball. Zack. War sogar ein Critical Wurf, da der so straight ging und gewackelt hat. Sprich, er wird... Zack. Passt. Klasse, Famicola wurde gefangen. So. Ja, herzlichen Glückwunsch, Pampuli, für den Level-Up, aber das ist uns gerade herzlich egal. Wurde in dein Team aufgenommen. Und Trommelwirbel. Trasler an erster Stelle. Bedeutet so viel. Zack. Frohes Wesen. Und hat direkt die perfekte Fähigkeit Übereifer. Wenn es jetzt Hexaplager gehabt hätte, hättet ihr zwei Möglichkeiten. Wenn ihr es mit Ditto züchtet, ihr geht dieses Risiko ein, dass ihr nur zu 20% irgendwann ein Übereifer Famicola bekommt oder ihr fangt so lange ein Famicola, bis ihr das mit der richtigen Fähigkeit bekommt. So, und mit diesem Famicola können wir dann auch direkt das Züchten beginnen. Es gibt eine Pension hier auf Route 5 und eine Pension hier im Brückental in der Naturzone. Ich präferiere das die Pension in der Route 5, da man da nicht von wilden Pokémon genervt wird und einfach angenehm ja, hier so rumzulaufen. So, was brauchen wir jetzt? Erstmal, ja, ich will mein Ditto kurz finden, damit ich euch alles zeigen kann. So, kurz Item in meinen Beutel. So, dann räumen wir erstmal hier auf. Euch beide brauche ich nicht mehr. Dankeschön. Das
fliegt. So. Also es gibt zwei Items, die essentiell wichtig sind für die Zucht. Das sind diese beiden Items. Hier kann ich dich nach Favorit sortieren. Das ist das Item Ewigstein. Gebt ihr das einem Pokémon zu tragen und steckt es in die Pension, wird das Wesen zu 100% vererbt. Sprich, den Ewigstein packe ich jetzt auf Famicula. Was ich meinem Ditto gebe und was sie für ein Ditto braucht, ist ein Ditto mit mindestens 5 TVs, weil wir dieses Ditto dafür benutzen, um die TVs zu vererben. Ich habe in meinem Fall ein perfektes Ditto mit 6 TVs, denn das Item Fatum-Knoten heißt es, sorgt dafür, dass aus dem Pool, aus diesen 12 Werten, weil Famicula hat 6 Werte, Ditto hat 6 Werte, 6 plus 6 sind 12, wenn meine Mathekenntnisse mich nicht komplett im Stich lassen, aus diesen 12 Werten werden 5 Werte fix vererbt und 1 ist random. Das sorgt das Item Fatum-Knoten. Gut. Was ihr halt dafür braucht, ist ein Ditto mit mindestens 5 TVs. 4 gehen auch, dauert aber halt nur übertrieben länger. Und es soll ein bisschen mehr Glück haben. Deswegen Minimum 5, bestenfalls 6 TVs. Gut, dann rüsten wir jetzt mal beide mit den Items aus. Nicht Schwarzgurt, hier Ewigstein geben wir dem Famicula für das Wesen. Und Fatum-Knoten geben wir dem Ditto für die TVs. Was ihr auch in eurem Team haben solltet, ist ein Pokémon mit der Fähigkeit Flammkörper. Denn Flammkörper sorgt dafür, dass eure Eier schneller brüten. Falls ihr das noch nicht wusstet. Jetzt wisst ihr das. Und wir geben jetzt beide Pokémon in die Pension ab. So. Nehmen wir auf dem Fahrrad und cruisen jetzt ein bisschen im Kreis. Bis die Dame ihre Arme verschränkt. Was sie jetzt macht. Arme verschränken heißt, die haben ein Ei. Herzlichen Glückwunsch. Dieses Ei ist in mein Team aufgenommen. So. Da ich 5 Plätze frei habe in meinem Team, nehme ich die ersten 5 Eier auf und brüte sie dann auch gleich. Und aus diesen 5 Eiern werde ich dann das Famicula mit den besten Genen nehmen und es für die weitere Zucht verwenden. Ich cutte mal an der Stelle, weil wir müssen jetzt nicht euch geben, wie ich verzweifelt warte, bis die endlich ihre scheiß Arme verschränkt. Komm, komm. So, ein noch. Okay. So, ein Nummer 2 und jetzt cutte ich. So, ihr könnt natürlich auch mehr Eier empfangen, aber ich mache das halt für den Anfang immer nur 5, weil ich eh das Famicula, was ich aktuell hier drin habe, mit Ditto austauschen werde. Deswegen lohnt es sich nicht, noch mehr Eier empfangen zu nehmen. Und es schlüpft direkt. Ging sehr schnell. Und ich beschleunige das Ganze mal, bis alle geschlüpft sind. So, alle 5 Famiculas sind geschlüpft. Jetzt bewerten wir die mal. Okay, der hat 4 DVs, auch sensationell. Der hat 2, der hat wieder 4, wieder 4, 3. Okay, die können wir schon mal dezent freilassen, weil wir die nicht brauchen. Weil das sind schlechte Kinder, die können wir wegpacken. So, des Weiteren
Aha, hier haben wir leider eine 20%ige Chance getroffen. Das hat leider nur die Fähigkeit Texter Plager. Aber die restlichen drei haben Übereifer. Sprich, am besten geeignet ist einer von den beiden, weil die vier DVs haben. Deswegen herzlichen Glückwunsch, du kommst weiter in die enge Auswahl. Und von euch dreien muss ich mich leider verabschieden. Ihr habt es leider nicht geschafft, weiter gezüchtet zu werden. So, dann holen wir das jetzige Vermicula in der Pension raus. Das Ei kannst du behalten. Wenn jetzt ein Shiny drin wäre, dann halt RIP. Und nein, Ditto kann drin bleiben, weil das Ditto brauchen wir ja noch. So, und vergleichen war, das hat nur einen Wert auf sensationell, das hat vier Wert auf sensationell. Richtig, haben wir schon mal Progress gemacht. Nun geben wir denen Ewigstein und ja, ich weiß, es ist brutal, aber mach's gut, wildgefangenes Vermicula, ich brauche dich nicht mehr. Denn wir wollen mit dem weiter züchten. So. Das macht jetzt so lange, bis ihr ein Vermicula habt. In meinem Beispiel jetzt, das 5 DVs auf sensationell hat. Also alles sensationell bis auf Spezialangriff. Mit einem frohen Wesen und der Fähigkeit Übereifer. An der Stelle cutte ich und ich melde mich wieder, wenn ich dieses Vermicula habe. So, dann war's doch. Unser perfektes Vermicula. So, komm mal mit hier auf. Also, wir haben jetzt ein Vermicula mit den gewünschten DVs. 5 DV auf sensationell, außer Spezialangriff, denn Spezialangriff brauchen wir nicht. Hohem Wesen und der gewünschten Fähigkeit Übereifer erhöht den Angriffswert, aber senkt die Genauigkeit besser bei Plager. Heißt so viel, wir haben die Zucht abgeschlossen. Jetzt geht es mit der EV-Verteilung weiter. Der leichteste Weg ist, ihr benutzt einen Glitch. Bei Mikula werden wir ganz einfach trainieren. Wir böllern 252 EVs auf Angriff und 252 EVs auf Initiative. Für die Mathe-Genies unter euch, 252 plus 252, ich gehöre da nicht dazu und ich bin zu faul gerade zum Kopfrechnen, sind 504, sprich wir haben noch 6 EVs übrig, die wir dann entweder in Verteidigung oder Spezialverteidigung packen. Hierfür noch der Hinweis, einfach so vollständigkeitshalber, dass jeweils 4 EVs dafür sorgen, dass ein Wert um 1 erhöht wird, sprich streng genommen müssen wir nur noch 4 EVs verteilen, nachdem wir Angriff und Initiative maximiert haben. Wenn wir nur 4 DVs verteilen, dann genau sieht es so aus wie bei Psiaugon, dass es immer noch orange ist. Wenn wir alles verteilen, dann färbt sich dieser orangene Bereich blau. Blau heißt, hat alle EVs in TUS. So, der Glitch geht wie folgt. Wir brauchen wieder Items, und zwar die Macht-Items. Hier, Macht Reif, Gurt, Linse, Bandkette, Gewicht. Macht-Items sorgen dafür, dass euer Pokémon zusätzlich zu den EVs, die es sonst bekommt, nochmal 8 zusätzliche Punkte auf entweder Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung oder oder KP bekommt. Das ist so die grobe Beschreibung der Macht-Items. Für ein präziseres EV-Training guckt euch das andere Video von mir an. Weil jetzt werde ich einfach nur grob sagen, was ich jetzt mit diesem Vermicula mache. Also ich gebe ihm erstmal den Machtreif, denn es sorgt dafür, dass der Angriffswert gepusht wird. Nun wenden wir einen Glitch an, damit das alles beschleunigt wird.
So, wir gehen ins Pokémon Center. Den PC zu den Pokéjobs und wählen uns einen von den letzten sechs aus. In dem Fall Angriffsseminar. Training. Dort klatschen wir das Famicola rein. Mit dem Macht Reif. Entsenden und einen ganzen Tag. So, was haben wir denn jetzt gemacht? Pro Stunde bekommt. Pro Stunde bekommt dieses Vermicula 4 EVs. Dazu. Wir haben es 24 Stunden ins Training geschickt. Sprich, 24 mal 4 sind 96. Sprich, nach 24 Stunden würde es 96 EVs bekommen. Da wir aber ihnen den Machtreif gegeben haben, müssen wir 4 plus 8 rechnen, sind 12. 12 mal 24 sind 288. Sprich, in den 24 Stunden hat es direkt die 252 EVs auf Angriff. Deswegen das Macht-Item. So, weil wir aber keine 24 Stunden warten möchten, weil wir zu faul sind, gehen wir in die Naturzone. Fahren zu einem Strahl. Wichtig, geht offline für diesen Glitch. Weil sonst lauft ihr in die Gefahr, gebannt zu werden, falls Nintendo da, ne, irgendwas komisches. Danke, Geradox. Danke für nichts. So. Tak, 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 tak. Okay, wir sprechen das an. Gehen auf Mitspielersuche. Wenn es anfängt zu suchen, gehen wir ins Home-Menü, gehen auf Systemeinstellungen, Konsole, Datum. Das muss aus sein. Und stellen einfach die Uhr um einen Tag vor. Denn jetzt haben wir das Spiel ausgetrickst und das Spiel denkt, jetzt sind 24 Stunden vergangen. Heißt so viel wie. Sagt, es hat sich hier auch aktualisiert. Wir können das Vermicula aus dem Pokéjobs holen. Pokéjobs, denn da steht jetzt bam, erledigt. Wow. Okay, schauen wir doch mal. Vermicula. Bericht. Ja, Angriffswert ist maximiert. Es glänzt. 252 EVs auf Angriff. Und dasselbe machen wir jetzt mit der Initiative. Wir nehmen den Machtreif und geben ihm die Machtkette. Pokéjobs. Das Initiative-Seminar, wo wir Herr Mikula reinknallen. Alles cool. Senden. Ganzer Tag. So. Wir fliegen wieder in die Naturzone. Tag. Es ist, by the way, 3:40 Uhr und mein Schlafrhythmus ist komplett im Arsch. Hier ist das nächstgelegene Nest. Ah, und noch ein kleiner Nachtrag zu den Fähigkeiten. Wenn das Pokémon natürlich nur eine Fähigkeit besitzt, dann wird diese Fähigkeit natürlich zu 100% vererbt. Das ist logisch, aber ich wollte es nur vollständigkeitshalber sagen. So, wir gehen auf Mitspieler suchen. Er sucht. Home. Systemeinstellungen.
Konsole und nochmal um einen Tag. Abbrechen. Hat sich aktualisiert, wie man sieht. Wir fliegen wieder in ein Pokémon Center. Und holen uns unser Nicht-PC-Boxen. Pokéjobs. Unser Vermiculap ab. So, jetzt schaue ich währenddessen nach, was ich denen für Attacken gebe. So, alles klar. Okay, verstehe. Genau, Init 252. Easy, sieht man das ja schon auf dem Video. So, das Item wieder her. Wir packen dich ins Team. So. Pokémon. Bericht. Bam, Alter. Perfekt. 252 EVs auf Angriff, 252 EVs aus Initiative. Der Balken ist immer noch orange. Wo klatschen wir die restlichen EVs hin? Was schlägt ihr mir vor? Spezialverteidigung, KP ist eigentlich vollkommen egal, to be honest. So, wir klatschen dir noch in die KP was rein, denn dafür sind diese Vitamine, KP Plus, Protein, Eisen, Carbon, Calcium, Zink. Die sorgen dafür, dass sie einem Pokémon zusätzlich 10 EVs geben. Zink für Spezialverteidigung, Calcium für Spezialangriff, Carbon für Init, Verteidigung, Angriff, KP. Es sind halt später wichtig, falls ihr präzisere EV-Verteilung braucht. So, wir möchten die restlichen EVs auf KP haben. Bam, genau, ich möchte jetzt mehr machen, geht aber nicht, denn er hat jetzt alles bekommen. Und der orangene Bereich ist jetzt blau. So, als nächstes böllern wir den noch auf Level 50. Hierfür nehme ich die Bonbons. Übermorgens gehen natürlich. Wir erreichen 20, was macht 20? 39, okay. Ich möchte folgende Attacken auf ihn haben. Nein, Käferbiss möchte ich auch nicht. Biss möchte ich auch nicht. Agilität möchte ich nicht. Schaufler möchte ich nicht. Kreuzschere ist eine Attacke, die ich tatsächlich möchte, ja. So. Nürscher, eher weniger. Hier kriegst du nochmal 20. 49 fast. Also ich klatsche immer so auf Level 50, weil Level 50 so die Grenze ist für Online-Battles. Eisenschädel ist eine sehr wichtige Attacke, die gebe ich ihnen auch. So, und die restlichen beiden Attacken erlernt er nicht per Level ab. Dafür müsste ich ihnen eine TM geben. Diese TMs sind. Wie heißt denn? Ich sehe mir hier den englischen Begriff, aber. Oh, warte, kleinen Moment, die Themen habe ich noch gar nicht. Ah! Die habe ich gesucht. So, die Themen haben wir dann auch noch. So, nicht nur mal. Tapet, Fruststampfer. Fruststampfer. So, und Schutzschild. SCHU, weißt du, ja. So, gehen wir noch ein Elbonbon. Bam. Perfekt. Leute, das ist jetzt ein perfektes Vermicula, was ready ist, online in das Schlachtfeld geschickt zu werden, um eure Gegner zu demütigen. Nein, eine Sache haben wir noch vergessen. Dynamax Level, da seht ihr gerade aktuell nichts. Da müssen wir auch noch was machen. Und zwar Dynamax Bonbon, bam, 10 Stück.
So. Jetzt ist das Dynamax-Level voll. Perfekte Attacken. Nein. Perfektes Wesen. Perfekte EVs. Perfekte DVs. Amicola. Perfekt, Mann. Das war's. Für den ersten Teil. Was wird euch in den nächsten Videos erwarten? Wir werden über versteckte Fähigkeiten reden. Wir werden über die Eiattacken reden. Wir werden über präziseres EV-Training reden und wie man nachträglich noch die Fähigkeit und das Wesen ändern kann. Das soll es soweit für dieses Video gesehen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Tutorial gefallen hat, wenn euch diese Reihe gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Über mehr freue ich mich noch mehr. Ansonsten bleibt gesund, Mann. Und wir sehen uns zu einem neuen Video wieder. Bis dann. Haut darin. Auf dein.